Der Lennepersommer findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 31. August statt und wir alle freuen uns schon. Heute ist es schon sonnig und wir sind zu Gast bei der Volksbank im Bergischen Land. Der Vorsitzende Andreas Otto bei uns sowie Erwin Rittig vom Beirat des Lennepergrünen-Beirats. Erwin, freut ihr schon auf den Sommer? Ja, natürlich. Wir sind schon ganz heiß drauf, dass es jetzt wieder losgeht. Wir haben lange geplant. Die ganzen Veranstaltungen sind ja jetzt bekannt gegeben worden und es kann nur gut gehen und es kann nur Spaß machen. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen den Lennepern Spaß vermitteln. Wir wollen ihnen zeigen, dass es in Lennep was los ist, dass wir hier viele Veranstaltungen haben. Und deswegen passt das auch. Genau, und das ist immer das Schöne und unterstützt wird es von der Volksbank. Und dieses Jahr hat die Volksbank auch die Ehre, die Öffnungsveranstaltung machen zu können. Normalerweise ist es ja zum Abschluss. Ist mal was anderes. Wir starten. Wir hoffen, dass wir auch vielleicht dieses Jahr ein bisschen besseres Wetter haben. Deshalb gehen wir mal an den Anfang. Nein, wir freuen uns sehr auf den Lennepersommer. Wir unterstützen diesen Lennepersommer ja schon seit Jahren. Wir haben ja auch gemeinsam mit der LTG die Bühne gesponsert oder die Bühne ins Leben gerufen. Insofern ist das hier mit dem Lennepersommer eine schöne Ergänzung. Und wir starten dies ja mal mit einem tollen Act, glaube ich. Wir wollen noch nicht so viel hier verraten, sondern es steht alles sehr schön in dem Heftchen hier. Genau, das Büchlein ist nämlich ein ganz wichtiges Element, damit die Leute auch wissen, was stattfindet. Genau. Es wurde bis heute unter Verschluss gehalten, wie immer. Das ist Tradition, weil nämlich der Lennepersommer beginnt mit der Pressekonferenz hier oben bei der Volksbank. Und dann kommt das Heftchen in die Verteilung. Das heißt, wir schicken es zu den einzelnen Stellen in Lennep, die bekannt sind. Da liegen sie aus. Und es wird auch nochmal wieder über die Presse verteilt, sodass jeder Haushalt die Chance hat, Kenntnis von diesem Heftchen zu nehmen und zu wissen, was findet statt und wo findet was statt. Wo ist klar in der Altstadt, aber was? Das ist dann dem Heftchen im Einzelnen zu entnehmen. Und das ist ja auch wichtig, dass man das dann erfährt. Wie ist in diesem Jahr die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Vereinen gewesen? Also es war wieder wie in den vergangenen Jahren auch sehr gut. Wir haben sehr schnell auch das Programm zusammen gehabt. Es kamen viele Ideen zusammen und wir haben dann auch sehr schnell auch den Fahrplan festlegen können, die einzelnen Termine, wobei natürlich einzelne Veranstaltungen schon geblockt sind, weil sie traditionell eben hier hingehören, wie das Weinfest oder auch Tischlein deck dich. Aber es gab auch keine Probleme. Es fand sehr schnell Übereinstimmung statt, wann wer welche Veranstaltung durchführt. Und das Ergebnis haben wir heute präsentiert. Dankeschön den Herren für dieses Gespräch. Also, der Lennepersommer, der steht kurz bevor. Wir freuen uns schon auf viele, viele unterschiedliche Veranstaltungen.